Was macht man um 19 Uhr in einer dunklen Gruft, wenn man ein Klo sucht? Einfach in den Sarkophag kacken, würde ich sagen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Messiah of Might and Magic. Und da oben... Ich weiß nicht. Ich gucke mich um, wie ein Adler. Ich schau, wo die Gegner kommen. Oh, es geht sogar von alleine auf. Oh, weh, da kommt jetzt ein Endgegner. Ich sag's doch. Du stinkst. Warte mal. Ach, fick dich doch. Kurz mal heilen. So, jetzt gehen wir wieder auf deutsches MG-Dauerfeuer zurück. Was? Er schickt mir ein paar Blitze. Und tschüss. Nein, ich will es nicht für den verschwenden. Zack. Ha, schon tot. Tja, das deutsche Dauerfeuer im Gelast uns nie im Stich. Blondie. Alter, das war zu einfach. Also, wie gesagt, Bogen, ein bisschen Ding ausbauen hier. Schießkunst auf 3, dann kann man schnell nachladen. Die Gegner richtig schön fikeen. So, jetzt kann man nämlich den Mana-Trink verschwenden, weil wir uns heilen mussten. Und wo liegt er denn? Habe ich letzte Folge hier irgendwo runtergekickt. Da ist er. Oh, liegt er schon wieder voll im Wasser rum. So. Ach, ja. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Was ich kann wegschmeißen. Das. So. Gleich labert wieder die Stimme im... Den haben wir schon. Oh, noch ein Mana-Trank. Verschwendung. Bringt... Nein, auf. So. Ich muss hier hoch. 3 Fertigkeitspunkte. Spare ich mal auf Stärke, wenn es geht. Stärke, oder was brauchen wir, um die anzuziehen? Zähigkeit 2. Nee, 1 habe ich schon. Da brauche ich jetzt 7 Fertigkeitspunkte. 3 habe ich schon. So, F6. Und dann klettern wir mal hier hoch. Ich bin ein kleines, geiles Schnittchen. Yeah! Ja, also wie gesagt, Bogenfertigkeit auf 3 und dann warten, bis ihr Kraftstreich habt. Ich dachte, in der Sackgasse, hier geht's aber um die Ecke. Und anschließend, dem einmal hat er gesehen, kräftig in die Robe. Nein, du. Du kleiner, stinkender Witz. Kobold, du bist nicht freundlich. So. Alter, mir gehen die Gegengifte aus. Wo lang? Erstmal hier lang. Hoch ist immer gut. Ja, mit schlechten... Oh, nee. Oh, nee. Ich höre schon wieder Nekro. Nekromanten. Ghule, sorry, nicht. Kommen die? Another gem, the matron's heart. Quickly, it represents life and birth. Da unten liegt er. Wieso? Hä? Ich stehe, aber schaut mal euch an, was ich mache. Ich danse. Erst ein bisschen mit dem Kopf wackeln, ein bisschen lässig werden. Dann wird alles viel cooler. Gehen wir mal hier mal ein bisschen weiter. Das war jetzt eine geile Animationsfehler. Ich Deutsch gelernt bei Yoda, ich habe... Grammatik. Gute deutsche Yoda-Grammatik. So. Subtil vorgehen oder draufkloppen? Haben wir es noch nicht gesehen, oder? Dam 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 dam. Ich weiß gar nicht, wann die mich sehen. Ich glaube jetzt...
Da schreit einer. Ich hab Spaß. Okay, hier habe ich drei. Was steht hier Feines? Matthias, Orakel des dritten Verhängnisses. Schön. Du hast kurz die Aufnahme unterbrochen, aber ich bin immer noch hier. Gut. Gut. Okay, was ich nicht empfehlen kann, ist Steuerung und Escape gleichzeitig gedrückt zu halten, weil ich geduckt bleiben wollte. Ja. Brenn dein Erzoffenbarer. Ja, hat er wohl gebuddelt, bis er tot war. Kann ich den so richtig geil aufs Maul geben, wenn ich da irgendwie... Wartet mal kurz. Ich habe da so eine geile Idee. Zack. 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 Komme ich da überhaupt hin? Da muss ich noch Rechnung machen. Ja, da komme ich hin. F, erstmal 5, F6, 5. Alle hopp. Na? Drei Stück. Scheiß die Wand dann. Hihi. Jetzt können wir deutsches MG-Dauerfeuer machen. Da oben sehe ich eine Kiste. Vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Alter, könnt ihr mal aufhören, da unten unter mir rumzuwichsen? Und du kannst mal hier drüber gehen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt was gefunden. Blablabla. Der hat schon wieder diesen Animationsfehler. Ah, da, 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 da. Ich nehme alles mit. Euer Inventar ist voll. Schattendolche. Mal gucken. Gleich fliegt hier von oben was runter. Ja. Oh, ich höre jemanden schreien. Der wird gerade richtig so anal rangenommen. So. Wundert euch nicht, wenn jetzt von oben was geflogen kommt. Ich sortiere mal das. Das brauche ich. Das kommt hier hin. Nom, nom, nom. Komm, Schaden 2 braucht doch kein Schwein. Hui. Dass es dir nicht auffällt. So. Was habe ich jetzt aufgenommen? Da hier. Schaden 6. Erfordert Verstohlenheit 6. What the fuck? So. Kommt ihr zu Papa? Da schreit einer so richtig krass im Hintergrund so. Okay, die erwische ich nicht. Ah, doch, jetzt schon. Aha, erwischt. Hey, die sind klug. Die Viecher verstecken sich vom Geschosshagel. Dann müssen wir wohl in den Nahkampf. Jetzt kommen sie wieder. F6. Ihr kleinen Mongos. Ich sehe nichts. Du hast deine Dolche im Weg. Die kommen hier nicht hoch. Kommt doch mal her. Flieg doch mal in den Schirm. Fuck, 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 fuck. Kommen die hinten rein? Ja. Ja, da bin ich wieder. Ich bin gestorben durch einen Ladebug. Also, ich wurde gehauen und dann hat sich... Immer wenn man geschlagen wird und stirbt und irgendeine Taste gedrückt hält, hat das Spiel irgendwie einen kleinen Fail. Und ich gehe jetzt mal hier hin. Die bringen sich schon alle gegenseitig um. Nee. Zack. Nächster. Geh doch mal hin. Ja, machen wir mal hier F6, da sind ja schon drei draufgegangen oder zwei. Und der dritte. Ah, der kommt jetzt von da hoch.
Einmal hier hin und tschüss. Tja, ich würde sagen, wir haben Skill. Ich komme an, schon zwei tot, ja. Kann ja mal vorkommen. So, Arbeitsunfall. Sarah, the gem, it's back the other way. Da, wo geht's denn hier lang? Kann man hier denn Seilspann benutzen? Nein. Okay, hier ist eine. Warte, seht ihr, wie weit der Pfeil fliegt? Ganze 2 Meter. Und dann fliegt er gegen die Textur. Ich habe echt geglaubt, dass es hier weitergeht. Aber da fängt es an hier. Ja, ich werde gerade geliebt. So, hier sieht es doch aus wie Versteck hoch 10, würde ich mal vermuten. Wer liegt hier? Boadon, erster Seher. Er hat was gesehen. Sein Tod, sein Frühsetting. Galienta, Prophet des Schicksals. Ich sehe hier niemanden. Der ist wohl dem Schicksal nicht entkommen. Diese Wortwitze. Scheiß die Wand an. Hört sie das, wie der unten geliebt wird? Das ist Sadomaso Keller hoch 10. Da hinten waren wir ja letztens. Da liegen noch meine Stäbe. Hier liegt eine Voodoo-Puppe. Der Typ ist bestimmt schon tot. Okay. Also hier scheint es ja richtig abzugehen. So, den nehmen wir noch mit. Kann man den noch? Nein, den können wir eigentlich gleich hier lassen. Oder wartet mal. Don't worry, Sarah. You can jump as long as you hit the water. As long as you hit the water, natürlich. Ein Salto mache ich dir da rein. Ins Wasser. Oder gibt es da keinen anderen Weg runter? Au. Da kann ich nicht das Wasser erwischen. Ja, okay, wir müssen wohl da ein Salto Mortale hinlegen. Mal schauen, was liegt hier noch. Da liegt noch was. Ring der Regeneration, den habe ich schon. F6. Ins Wasser! Sarath, mach ein Salto! Mein Gott. Da kommen schon wieder Zombies. Ein Nekros. Gar nichts. Da sehe ich aber eine Feuerfalle. Hab wohl gedacht, ich sehe das nicht. Tja. Herz der Matrone. Bäm, bäm. Sollte jetzt eigentlich gleich kommen. Ja. Boah, ich habe wirklich einen Fertigkeitspunkt verdient, indem ich so einen Stein gefunden habe. Das ist eine Herausforderung. Ohne Gleichen. Yep. Fuck. Yep. Ah. Fuck, da komme ich hin. Verdammt. Nein, nein, nein. Gibt's denn hier oben was Feines? Komme ich da überhaupt noch hoch? Vergiss es, wenn ich da oben einen Seilspannbogen mache. wenn das jetzt zu mir runterkommt, dann da komme ich noch besser hin. Eindeutig. Kommt man hier nicht hoch. Ach, fuck. Wahrscheinlich gäbe es da was. Wenn ich da mal drüber kletter. Fuck. Ah, Sarath. Bleibst du? Du, kleiner Nudenschicker. Kannst nicht mal die Kante festhalten. Dahin. Stehe ich sogar noch auf dem Ding drauf. Boah, bin ich gut. F6. Okay, hier geht's wieder hoch. Hm? Ach, hier sind wir. Jetzt muss ich nochmal was nachgucken. Und zwar, ob da unten was liegt. Jetzt hatte ich mit den Animationsfehler. Nee, da kommt man zu. Da kommt man mit gutem Grund nicht hoch, weil da hinten Levelende ist. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen hier wieder zurück. Oder kann man hier noch einen anderen Weg nehmen? Zum Beispiel den hier. Da vorne sehe ich nämlich. Und wir haben keine Ausdauer mehr. Wow! Jetzt habe ich wieder ins Wasser, weißt du?
Ich bin schon so ein geiles Stück. Ich höre es krachen und schaue nicht, dass unter mir der Boden wegbricht. So, und jetzt halte ich hier fest. So. Renn! Lauf! Ah, falsche Richtung. Ich werde geliebt! Die werden gerade so richtig durchgepeitscht, so wie sie es anhört. So, ich mach mal hier ein. Da ein. Ja, es passt schon. Wo geht's denn da hoch? Mit Schwung! Das war ein Sprung. So, jetzt kommt aber ein bisschen längerer. Deswegen gehe ich ganz weit hoch. Gibt's da oben was? Nö, da glitzert nichts. Schön gegen die Wand. So. Dann sind wir wieder hier drin, so wie es aussieht. Und dann kann ich ja hier wieder... Da. Mein Valve-Bannen. Das ist richtig geil gemacht, finde ich. So. Wobei das Losspringen und Festhalten eher ein bisschen optimierungsfreudig sein könnte. Komm. Ganz hoch und gerade rüber. So, geht doch. F6. Steck mal den rein. What the fuck? Sarath, I can see you. What's happening? Tja, ich würde sagen, wir haben eine geistreiche Verbindung. It must be the gems. They're doing this. The skull is close now. Can't you feel it calling to you? Mein Drang auf die Toilette zu gehen, den höre ich. Den fühle ich. Gem, Sarath. It draws us together. Can you feel me in your blood like fire? Oh yes, my prince. We will be together. Forever. Ihr Blick dabei ist aber nicht so überzeugend. Komm, schieß mich ab, warte, Laser, Feuer! Bzzu. Boah, nimmt sogar Schaden hier. Nee. Volle Kraft, Scotty, beam mich hoch. Aber schon geil gemacht. Die Sounds sind auch immer nice. Jetzt geht es los. Ich bin bereit. It's here, beyond that door. Can you sense it? Ja, aber wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge von Let's Play Dark Messiah of My Magic Computer Hangerboy. Ciao. Und noch Speicherpunkt setzen, bevor ich wieder verreck. Tschüss.